Sorry, sir. Doing my best. Who made that man a gunner? I did, sir. He's my cousin. Who is he? He's an asshole, sir. I know that. What's his name? That is his name, sir. Asshole. Major asshole. Tja, ich gebe es zu, das Ahsoka-Finale hat mich ziemlich hart getroffen. Ich empfinde es mit als die größte Frechheit, die Disney in den letzten Jahrzehnten verbrochen hat. Und dabei ist die Messlatte dafür nun wahrlich mittlerweile schon ziemlich hoch. Falls ihr denkt, dass ich übertreibe, ich war vor kurzem beim Kanal Star Wars Flash zu Gast, Link ist unten in der Beschreibung, und dort habe ich den Gastgeber Nico gechallenged, nur eine einzige Szene in dieser gesamten letzten Folge zu finden, die im Kontext dieser Serie und des Star Wars Universums auch nur ansatzweise Sinn ergibt. Jetzt mal die letzten 3 Minuten ausgeklammert, wo ja im Grunde nichts mehr passiert und wir von dieser Staffel Abschied nehmen. Ich habe eine Frage. Okay. Vielleicht können wir damit einsteigen. Und zwar in diesem Finale, könnt ihr mir eine Szene nennen, die Sinn ergibt? Okay. Das ist eine gute Aufgabe. Also ich meine jetzt wirklich im Kontext der Serie, der Staffel, eine Szene, wo man wirklich sagt, das macht Sinn, wie die Figuren handeln. Okay, ja. Ich müsste nur mal kurz hier durch die Folge seppen. Das sagt schon alles. Aber das ist schwer, ne? Ja, und auch ihr seid gerne aufgefordert, wenn ihr denkt, ihr habt eine solche Szene gefunden, also eine Szene, in der die Figuren sinnvoll und nachvollziehbar handeln, schreibt das bitte in die Kommentare mit einer Begründung und wir werden einige von euren Posts in unserem nächsten Livestream diesen Dienstag durchgehen. Am besten einfach mit dem Stichwort Ahsoka Challenge versehen. Ahsoka hat sich mit diesem Finale meiner Meinung nach qualitativ weit unter dem kreischenden Kenobi-Debakel angesiedelt und ist jetzt nicht mal mehr auf Augenhöhe mit Book of Boba Fett oder The Last Jedi. Ja, mir ist schon klar, dass Ahsoka zumindest den Ruf hat, irgendwie besser zu sein als alle 3 oben genannten Katastrophengeburten, aber wenn ich ganz nüchtern auf das blicke, was uns hier in den letzten 45 Minuten geboten wurde, dann kann ich beim besten Willen nicht erkennen, warum das besser sein soll. Aus meiner Sicht erreicht die qualitative Talfahrt, die Star Wars seit 2014 durchmacht, mit diesem Finale nun einen traurigen Tiefpunkt. Sorry. Warum ich so weit gehen würde, einmal in Kürze, bevor wir in die bitteren Details gehen. Erstens, die gesamte Folge besteht aus mehreren in sich verschachtelten Dumpsections. Hier noch einmal kurz zur Wiederholung, was wir von den Movie Amps darunter verstehen. Eine Dumpception ist ein filmisches Stilmittel, durch das ein gewünschter Plot erzwungen wird, indem eine Figur dämlich handelt und dabei voraussetzt, dass andere Figuren genauso dämlich handeln. Um das Konzept der Dumpception nochmal anhand von Beispielen zu erklären, 2 Beispiele aus dieser letzten Folge. Beispiel Nummer 1. Beide Seiten nehmen sich anfangs mächtig viel Zeit, obwohl sie angeblich Druck haben. Anstatt den Sternenzerstörer schnellstmöglich in die Luft zu bringen, steht Thrawn einfach nur rum und unsere Helden bewegen sich gemeinsam mit den Schildkröten im Schneckentempo voran. Die Dummheit beider Seiten ist also ineinander verschachtelt und neutralisiert sich wieder. Ein 2. Beispiel. Thrawn entsendet 2 ganze TIE Fighter, um unsere Helden anzugreifen und aufzuhalten. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil wir zuvor gesehen haben, dass weitaus bessere und weitaus mehr Jäger genau das eben nicht geschafft haben. Es ist also eine dumme Entscheidung. Unsere Helden allerdings rechnen einfach mal überhaupt nicht mit einem Angriff Thrawns, obwohl sie doch in der letzten Folge erst noch gegen seine Leute gekämpft hatten und er also wissen müsste, wo sie sind. Als die beiden lächerlichen TIE Fighter angeflogen kommen, stehen sie halt entsprechend nur rum und labern gerade so ein bisschen und sind hier total überrascht und komplett aus dem Häuschen, dass Thrawn es wagt, jetzt einfach mal anzugreifen. Es ist eine Galaxie voller Vollidioten.
Auch hier wird also Thrawns Dummheit durch die Dummheit unserer Helden neutralisiert und deswegen ist auch das hier eine klassische Dumbception. Und unser Punkt ist, diese gesamte Folge besteht in ihrer Grundstruktur aus solchen Dumbceptions. Jede einzelne Figur in diesem Finale handelt wie ein hundertprozentiger Vollpfosten, der Plot kommt trotzdem voran, eben weil die andere Seite genauso dämlich agiert. Zweitens, charakterliche Entwicklung. Der charakterliche Bogen von Sabine war ohnehin schon im Eimer. Bei Ahsoka hatte ich mich mit der Bewertung in den letzten Reviews noch so ein bisschen zurückgehalten, weil ich erstmal dieses Ende abwarten wollte. Nämlich, ich wollte gucken, ob sie irgendwas, was sie aus dem Treffen mit Anakin gelernt hat, hier im Finale vielleicht doch anwenden wird. Aber nein, das passiert natürlich nicht. Anakins vermeintliche Lektion hat, wie schon vorher vermutet, überhaupt gar keinen Einfluss auf die Handlung. Anders als wir es beispielsweise bei Episode 4 gesehen haben, wo die Mentoren-Schüler-Konfrontation einen klaren Plant. With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight? Your eyes can deceive you. Don't trust them. Mit Payoff hatte. Use the Force, Luke. Ist eben die Konfrontation zwischen Anakin und Ahsoka netter Fanservice, aber bietet dramaturgisch sonst einfach überhaupt nichts. Und was Ezra angeht? Weiterhin ist nicht eine einzige Sekunde zu spüren, dass Ezra hier mit den Schildkröten viele Jahre auf Peridia verbracht hat. Er hat keine Beziehung zu ihnen, er spricht keinen von ihnen individuell an, sie sind für ihn eine anonyme, niedliche Masse. Ezra bleibt ein dauergrinsender, oberflächlicher Charakter, sympathisch, ja, durchaus, aber ohne jeden Tiefgang. Drittens. Statt im Finale mal ordentlich Antworten zu geben, werden nur weitere Mystery Boxes geöffnet. Was will Baylan eigentlich? Wie ist Ezra damals überhaupt Thrawns Sternenzerstörer entkommen? Welche vermeintlich wertvolle Lektion nimmt denn Ahsoka aus ihrer Begegnung mit Anakin überhaupt mit? Und so weiter und so fort. All das wird nicht beantwortet. Ahsoka hat hinten raus so viel erzählerische Substanz wie diese E-Mails, die von irgendeinem Onkel in Afrika handeln, der jemanden sucht, dem er mal eben 30 Millionen Dollar schenken kann. Ahsoka ist Spam. Man wird durch Mystery Boxes verleitet drauf zu klicken und schon wird man beraubt. Nicht seiner Kontodaten, sondern wertvoller Lebenszeit. Viertens. Es gibt so einige peinliche Szenen in dieser Folge, die kaum zu verschmerzen sind. Wer dachte, dass die Mantelszene bei Kenobi schon Endgame war, der wird hier mit offenem Mund staunend zurückgelassen. So will Thrawn beispielsweise verhindern, dass unsere Helden seinen Sternenzerstörer erreichen, lässt aber alle Türen auf dem Weg dorthin offen. Und ironischerweise sind es dann ausgerechnet unsere Helden, die diese Türen schließen werden. Es ist ein erzählerisches Totalchaos. Und dass ein Sternenzerstörer, ich wiederhole Sternenzerstörer, also ein Schiff, das seine Bezeichnung hat, weil es so eine verheerende Zerstörung anrichten kann, nicht in der Lage sein soll, zwei eher tapsig wirkende Huftiere aufzuhalten, sorry, das kann doch einfach niemand mehr ernst nehmen. Was Disney hier anbietet, ist absoluter Wahnsinn. Und während eine kleine Bubble all diese Probleme offensichtlich nicht sehen kann oder will und Ahsoka zelebriert, als sei der Heiland gerade erst auferstanden, ist die Serie bei Rotten Tomatoes in der Publikumswertung klammheimlich weitergefallen und taumelt nun einem Wert unter 70% entgegen. So, und jetzt gehen wir mal ins Detail. Das große Finale beginnt mit Blick auf Thrawns Sternenzerstörer. Es hieß ja irgendwann mal, dass auf beiden Seiten Zeitdruck ist, aber davon ist jetzt einfach gar nichts mehr zu spüren. Der Thrawn der Thrawn-Trilogie sprach und handelte einst noch schnell, präzise und mit eisigem Kalkül. Großschlumpf Thrawn hier steht und starrt, mit verschränkten Händen hinter dem Körper. Merke, die guten verschränkten Arme vor der Brust, die bösen hinter dem Rücken. Mehr muss man nicht wissen. Der Regiekurs für Anfänger ist damit absolviert. Und dabei spricht Thrawn so langsam, als habe er eine Überdosis Antidepressiva drin. We require a little more time. Enoch hier ist übrigens auch so eine Enttäuschung. Groß eingeführt, mit cooler Maske, starker erster Eindruck, aber bislang hat er doch nur Kisten geschleppt. Comscan believes they have a fix on the Jedi Shuttle's location.
Ja, diese Zeile ist kein Scherz. Wir haben sie nicht editiert. Die ist da genauso wirklich drin. Sie haben jetzt wirklich den Standort des Jedi-Schiffes ermittelt. Also den Standort von dem Schiff also, gegen das sie in letzter Folge noch gekämpft haben. Das bedeutet, der blaue Stromberg-Klon hier hat tatsächlich Ezra und Co. aus den Augen verloren und musste dann wieder Ressourcen einsetzen, um sie zu finden. Das muss wohl daran liegen, dass Ezra und Co. so unfassbar blitzschnell und unauffällig unterwegs sind. Nämlich so. Morgan wird dann für ihr Engagement von den Hexen belohnt und erhält ein Upgrade. Was genau sie jetzt mit dem Upgrade besser kann als zuvor, das weiß kein Mensch, aber ist auch egal, sie kriegt erstmal ein neues Peeling und das muss dem Zuschauer dann auch schon reichen. Währenddessen steht Thrawn im Hintergrund wie ein Standbild herum. Das ist alles so langsam und statisch und einfach nur cringe umgesetzt. Ich verstehe bei bestem Willen nicht, wie das hier irgendjemand wirklich überhaupt auch nur ansatzweise ernst nehmen kann. Dann erhält Morgan noch die Klinge von Mutter Talzin. Die ist hier, weil, ja, na weil halt. Aber das hier, das ist nicht schlecht, denn jetzt betont Thrawn, dass er Jedis niemals wieder unterschätzen wird. Even I fell victim to the heroics of a single Jedi. Never again. Aber er entscheidet sich gleichzeitig, wirklich lediglich 2 TIE Fighter zu entsenden, um Ahsoka aufzuhalten. Dispatch 2 TIE Fighters. Es ist ein absoluter Wahnsinn, wie Filoni Thrawn hier zu einem zweiten Lord-Hämchen uminterpretiert. You went over my helmet? Aber da in Ahsoka das Stilmittel der Dumbception ein fester Bestandteil ist, hebt sich die dumme Entscheidung mit der Gegenseite wieder halbwegs auf. Denn ja, ihr werdet es nicht glauben, aber unsere Helden rund um Ahsoka wollten ja eigentlich irgendwann mal verhindern, dass Thrawn mit seinem Sternzerstörer zurück in die alte Galaxie flüchtet. Man könnte also denken, dass da jetzt so ein bisschen Eile geboten ist, aber nee, unsere Protagonisten haben sich dafür entschieden, gemeinsam mit den Schildkröten bei 1 km/h Richtung Sternenzerstörer zu kriechen. Anstatt, dass man sich von den Schildkröten mal trennt, um mal ein paar Meter zu machen und sie nicht weiter in Gefahr zu bringen, ist wohl nun offenbar der Plan, den Sternenzerstörer mit diesen Steinschleudern hier anzugreifen. Ja, und der Cutter hat's auch mal wieder nicht so eilig. Irgendwie muss die 3/4 Stunde für Staffelfinale voll werden. Deswegen auch hier wieder jede Einstellung einfach 1 bis 2 Sekunden schlicht zu lange. Wir sehen nun auch, dass Ezra sich erstmal alle Zeit der Welt nimmt, um erstmal ein Lichtschwert zu bauen. So viel Zeit muss ja sein, mal eben erstmal ein Lichtschwert bauen, obwohl derselbe Ezra noch in der Folge zuvor betont hatte, dass er auch ganz gut ohne klarkommt. No, I'm serious. Take it. I gave it to you. It's yours now. Alter Mann ist halt kein D-Zug. Irgendwann waren diese Lichtschwerter doch auch mal was Besonderes, oder? Jetzt werden sie schon im Laufe einer Staffel am Fließband hergestellt. 2 hatte Hu Yang offenbar offscreen gebaut, nachdem Ahsoka ihr Lichtschwert beim Kampf gegen Baylan verloren hatte. Und das hier ist jetzt also das 3. Mal eben so. Ahsokas Schiff ist eben randvoll mit Kyberkristallen, das muss man einfach nur wissen. Und weil halt grundsätzlich gerade keine Eile ist, quatscht Ezra noch so ein bisschen über Kanan, seinen Meister aus Rebels. He was my master. Tell me everything I know. Versteht mich nicht falsch, ich finde es ja grundsätzlich cool, dass hier auch Kanan mal erwähnt wird, aber in dieser Situation doch nicht. Und dann setzt sich Ezra auch noch hin. Die Szene hier müsste doch eigentlich aufregend sein, die Uhr sollte ticken. Wo ist die Spannung, die Verzweiflung, das panische Anrennen gegen die Zeit? Das hier ist doch alles so langweilig inszeniert, man ist besser unterhalten, wenn man sich 5 Folgen gute Zeiten, schlechte Zeiten auf halbem Tempo reinzieht. Und dann machen die Dialoge hier auch einfach überhaupt gar keinen Sinn. And I taught him how to build a lightsaber. What? Of course. Now it all makes sense. How could you know him? Tja, herzlich willkommen zurück in der Vollidiotengalaxie. Tja, wie kann das wohl sein? Hu Yang hat halt Jedi-Schüler ausgebildet und Kanan war halt Jedi. Frage beantwortet. Wo ist genau das Problem? How old are you? Ach so, das Alter ist Ezras Problem.
Naja, rechnen wir doch mal nach. Kanan war so um die 40 bei seinem letzten Rebels-Auftritt. Das heißt, Hu Yang hat ihn so vor knapp 40 Jahren auch ausgebildet. Also diese Frage würde nicht mal bei einem Menschen Sinn ergeben, geschweige denn bei einem Droiden, die bekanntermaßen wer weiß wie alt werden können. Und natürlich hat Hu Yang noch das relevante Bauteil für Kanan all die Jahre behalten und sofort griffbereit. I had two of those. Kanan took the one, the other I held onto in case he ever needed it. It is proper that you should have it. Ja, nee, ist klar, das ist sehr glaubwürdig. Hu Yang und Kanan kannten sich halt so gut, dass Hu Yang extra so ein spezielles Bauteil auch Jahre nach der Order 66 für ihn aufbewahrt hat und Kanan Hu Yang nicht ein einziges Mal vor Ezra erwähnt hat. Am Ende erfahren wir noch, dass Ahsoka Sabines Ausbildung nicht fortsetzen wollte, weil sie fürchtete, dass Sabine einen Hang zur dunklen Seite hat, wegen der Säuberung Mandalors. At the time, Ahsoka felt that if Sabine unlocked her potential, she would become dangerous. Das ist in der Tat zugegebenermaßen ein interessantes Detail, das Sabine etwas Hintergrund gibt, aber auch einfach viel zu spät kommt. Diese gesamte Sabine-Ahsoka-Vorgeschichte, die wir in Rebels nie gesehen haben, wird uns nur durch Dialoge vermittelt. Das ist der klassische Tell-Don't-Show-Fail. Dann latscht Sabine raus zu Ahsoka, es werden wieder Arme verschränkt und erstmal gemütlich geplaudert. Auch hier muss sich keiner auf irgendwas vorbereiten, meinen Plan schmieden, wie man so einen Sternenzerstörer stürmt oder so, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Und oh Mann, die beiden wollen sich doch einfach nur in Ruhe unterhalten und dann machen die beiden TIE Fighter, die da jetzt kommen, so einen unverschämten Lärm. Ach so, ja, da war ja was, so ein blauer Schlumpf, gegen den wir die ganze Zeit gekämpft haben. Ja, den hatten wir gerade mal kurz nicht auf dem Schirm, aber dass der ausgerechnet jetzt angreift, das ist auch wirklich unfair. Das geht doch nicht! Nee, damit konnte aber auch niemand jetzt rechnen. Dann geht Sabine auf Kollisionskurs und holt die beiden Schiffe vom Himmel. Und jupp, dafür ist Ahsokas Schiff auch platt, stürzt halt mit hoher Geschwindigkeit ab. Aber gar kein Problem, keiner verletzt und Hu Yang wird das ohne Witz innerhalb von ein paar Minuten wieder reparieren, obwohl ihm die Schildkröten noch zusätzlich die ganzen Kabel aus der Konsole reißen. Tja, aber eine Sache muss man der Serie lassen, denn jetzt reißt Ezra den Witz des Tages. Sorry to state the obvious. This is gonna slow us down a bit. Slow you down? Junge, von was denn? Das hier, das war euer Tempo am Anfang der Szene? Soll das jetzt ernsthaft heißen, dass ihr jetzt noch langsamer seid? Naja, dann steigen unsere Helden auf die Hundeviecher und Ezra macht den James Bond im Endstadium. Tja, das macht natürlich Sinn. Der Jedi, der voll ausgebildet ist, die besondere Fähigkeit hat, mit Tieren zu kommunizieren und seit 8 Jahren auf diesem Planeten lebt und ihn kennen dürfte, lässt Padawan Sabine den Boss machen. Das ist modernstes Disney-Storytelling in Reinform. Und man ist mittlerweile schon so sehr an den Schrott gewöhnt, dass es einem kaum noch auffällt. Zurück nun zu Megataktiker Thrawn. Der stellt sich jetzt auf einen Bodenangriff ein. The options to prevent that departure are now severely limited, if not impossible. Which is why we should prepare for a ground assault. Und das bedeutet genau, er tut nix. Ein paar Trooper werden abgestellt und der Mega-Sternenzerstörer feuert mit allem, was er hat, auf Ahsokas Reittiere. Rain hellfire upon them. Und er trifft nix. Ich sag es nochmal, das Ding heißt Sternenzerstörer, weil es eine gewaltige Vernichtung verursachen kann. Wenn der seine volle Feuerkraft auf so ein kleines Ziel auf einer Planetenoberfläche richtet, dann erwarte ich einen verfluchten Krater von mehreren hunderten Metern. Sorry, Sir. Doing my best. Auf der anderen Seite, dieser saure Gesichtsausdruck von Stromberg hier, der uns sagen will, das ist so gemein, dass alle viel schlauer sind als ich, das ist schon allerbestes Baseballs-Niveau und hat doch einen gewissen Unterhaltungswert. Und ein weiterer richtiger Kracherwitz ist, das hier ist der Sternenzerstörer, mit dem Thrawn die Galaxie erobern will. Ja, und man fragt sich auch, wieso hebt das Megagenie Thrawn nicht einfach schon längst ab, um seine Verfolger loszuwerden? Das Undock-Manöver, so sehen wir doch, findet doch eh in der Luft statt. Das ist alles so ein Chaos, als habe man mal irgendwann ein Skript gehabt und beim Kopieren sind die Blätter irgendwie durcheinander gekommen und weil Zeitdruck war, hat man das einfach genauso zusammengeschnitten, wie sie nun mal aufeinander lagen.
Und jetzt könnte man denken, dass sich der große Schlumpfstratege irgendeine kluge Taktik ausgedacht hat. Die Helden in die Zange nehmen, von vorne, von hinten, in einen Hinterhalt führen oder irgendwie sowas. Oder dass er zumindest mal was Normalintelligentes tut. Sowas wie die Türen zu schließen, wie jeder normale Mensch bei seiner verdammten Wohnung. Aber nicht mal das kriegt er hin, wie wir gleich noch sehen werden. Alles, was Großtaktiker Thrawn macht, ist den Helden ein paar Truppler entgegenschicken. Die nehmen natürlich auch keine Deckung auf, nichts dergleichen. Ja, ich weiß, Stormtrooper waren immer so ein bisschen Fallobst, aber irgendwann haben die schon mal auch aus einer Deckung geschossen. Und wenn ich das hier so sehe, da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist doch mindestens der gleiche Schwachsinn, den wir schon bei Kenobi so schmerzvoll ertragen mussten. Naja, dann erweckten die Hexen die gefallenen Stormtrooper wieder zum Leben und wir erhalten als Highlight die erhofften Zombie-Stormtrooper. Ich finde das als Idee ganz cool, aber unsere Helden sind halt schon an ihnen vorbei und sie könnten jetzt einfach weiterlaufen. Und sie kriegen auch tatsächlich von den Zombies auch nur was mit, weil sie hier mal wieder trotz maximalem Zeitdruck stehen bleiben und einfach mal die Wand anstarren. Ich meine, was macht Ahsoka hier bitte? Warum läuft sie nicht einfach mal schnell weiter? Leute, die Zombie-Trooper sind gar kein Hindernis mehr auf eurem Weg. Ihr könnt weiterlaufen. Ja, und dann kämpfen unsere Helden nach hinten und lassen sich dabei zurückdrängen. Also so zurückdrängen in Richtung ihres Ziels. Man fragt sich einfach wirklich, was ist hier kaputt? Das kann nicht euer Ernst sein, dass das hier irgendjemand cool findet. Ich höre schon richtig, wie unsere Helden rufen. Oh nein, sie drängen uns zurück in Richtung unseres Ziels. Wir müssen was tun, Leute, sonst halten wir Thrawn womöglich noch auf und das wollen die Autoren doch nicht. Alles in dieser Folge ist einfach nur noch kaputt. Tja, und dieser Zombie hier springt schon freiwillig die Treppe runter, bevor Ahsoka ihn überhaupt berührt. Ich meine, ich kann's verstehen, ich will mich mittlerweile auch nur noch irgendwo runterstürzen, wenn ich Ahsoka sehe. Hinzu kommt, dass die Autoren sich selber offensichtlich gar nicht im Klaren darüber sind, was die Zombie-Trooper nun können und was nicht. Hier sieht es so aus, als können sie sich nur langsam und zombieartig bewegen. Und hier laufen sie allerdings, so wie wir es halt von Sturmtrupplern kennen, ganz normal. Now it all makes sense. Unsere Helden werden jetzt von den Troopern Schritt für Schritt Richtung Ziel zurückgedrängt, aber weil sie sich zu langsam dorthin bewegen, kommen die Zombie-Trooper jetzt auch aus dem anderen Gang. Ein weiterer Grund also, einfach mal die Treppe raufzulaufen. Es ist wirklich so, als hätte die Anstalt Auslauf. Dann machen die Helden endlich die Türen zu. Oh, und das war's dann auch schon mit Zombie-Action. Thrawn entsendet nun Morgan, um die Helden aufzuhalten. Und endlich, man glaubt es kaum, ist hier mal ein Dialog mit so ein bisschen Subtext. We require a little more time. I understand. For the Empire. Tja, eine ziemlich gute Idee, eine Person gegen 2,5 Jedis einzusetzen, um sie zu stoppen. Aber da wir hier penetrant mit Dumbceptions arbeiten, können wir davon ausgehen, dass unsere Helden den Vorteil der Überzahl in diesem Fall nicht nutzen werden, sondern sich aufteilen. Aber erstmal sind unsere Helden noch total im Stress, die ganzen Türen zu schließen, die Thrawn offen gelassen hat. Du glaubst einfach nicht, was dieses Drehbuch für ein totales Chaos ist. Als nächstes treffen Morgan und Ahsoka aufeinander und es kommt wieder zu diversen Dumbceptions. Anstatt Morgan mal eben schnell zu dritt aus dem Weg zu räumen, teilt man sich auf. Go on, I'll handle this. Obwohl man eigentlich schon in Folge 4 gelernt haben sollte, dass es doch besser ist, zusammen zu bleiben, um die Gegner schneller loszuwerden und insgesamt schneller voranzukommen. Aber das ist ja sowieso alles total wirr geschrieben, weil eigentlich hatte Morgan ja den Auftrag, die drei zu stoppen und sie lässt zwei von den dreien mal ebenso vorbei. Wahrscheinlich hat Morgan die Dienstanweisung von Thrawn irgendwie missverstanden oder so, oder gegebenenfalls hat er sie auch nicht so richtig klar kommuniziert.
Es kommt jetzt zum Duell, also zwischen Morgan und Ahsoka. Und ja, ich gebe zu, hier war ich schon etwas überrascht, weil sich Rosario Dawson in diesem Kampf doch plötzlich etwas weicher und schneller bewegt als sonst. Insgesamt gefällt das hier besser, auch insbesondere, dass der Kampf nicht so kaputt gecuttet ist, sondern wir hier erstmal eine schöne, lange, solide inszenierte Einstellung geboten bekommen. Und das ist auf jeden Fall ein Plus. Ich frage mich, ob Dawson zum Finale hin besser trainiert wurde oder ob wir hier einfach nur ein ziemlich gut gemachtes Stunt-Double sehen. Nun, ganz egal, wie sie es gemacht haben, der Kampf hier bekommt für die Inszenierung einen Pluspunkt. Nur erzählerisch ist er natürlich auch ein völliges Debakel, denn wir haben bereits gesehen, wie Morgan gegenüber Ahsoka unterlegen war. Und alles, was wir jetzt sehen, ist eine Frau mit einem Schwert gegen eine Frau mit zwei Schwertern. Spannend geht also anders. Wenn wir hier irgendeine Art von Aufregung verspüren sollen, müsste uns Filoni also zu diesem Zeitpunkt mal gezeigt haben, dass Morgan Ahsoka nun mindestens ebenbürtig ist. Aber denkt wohl, für den Star Wars Pöbel muss das neue Make-up von ihr schon reichen. Sabine und Ezra erreichen nun das Hochplateau, wo sich immer noch Thorns Sternenzerstörer befindet. Aber immerhin hat das Team Stromberg die Kursberechnung jetzt schon abgeschlossen. Das Tempo ist wie auf dem Straßenverkehrsamt. Dann stellen sich nun Ezra und Sabine zwei Zombies Shadow Trooper in den Weg. Und hier werden wir der ganzen Perfektion dieser Dumpception gewahr. Denn sie durchzieht sich über mehrere Schichten. Ebene 1 war Thrawns Fehlentscheidung, eine einzelne Person loszuschicken, um 2,5 Jedi zu stoppen. Fehlentscheidung 2 auf der Gegenseite, die das allerdings wieder nivelliert, war, sich aufzuteilen und nicht mal eben zu dritt Morgan platt zu machen. Und das manifestiert sich nun darin, dass Ezra und Sabine zu zweit gegen zwei Zombie-Shadow Trooper kämpfen müssen. Wären sie hier noch zu dritt, könnte Ahsoka jetzt einfach durchrennen und wäre jetzt schon im Sternenzerstörer. Das heißt, das Versagen jeder einzelnen Figur bricht sich dramaturgisch bis nach unten hindurch, sodass der Plot wieder stimmt. Ist eigentlich schon wieder fast Kunst. Es bleibt auch offen, wo diese beiden Shadow Trooper jetzt herkommen, aber hey, das ist ja eher was für Nitpicking, Galadriel, und völlig in Ordnung. Übrigens, das hier hinten ist nicht der Waschkeller der Peridia-Hexen, sondern Thrawns Sternenzerstörer. Das heißt, Ezra und Sabine könnten jetzt ziemlich einfach mal reinhüpfen, aber dann wären sie halt drin und das wollen die Autoren jetzt nicht. Es kommt nun zum Kampf und ja, bei Zombies, die immer wieder aufstehen, könnte ein Normalintelligenter auch mal versuchen, irgendwann mal so ein Bein durchzutrennen mit einem Lichtschwert oder den Machtgriff anzuwenden. Aber Ezra versucht es halt weiterhin mit sauberen Einstichen, weil wir ja wissen, wie gut das im Filoniverse funktioniert. Sabine jedenfalls hat jetzt ihren großen Moment. Sie schafft es jetzt plötzlich, Überraschung, Überraschung, die Macht doch einzusetzen. Und so kommen Ezra und Sabine durch, aber leider ist der Sternzerstörer schon zu weit weg. Und netterweise zeigen diese beiden Herren hier ebenfalls besonders sozial-karitatives Engagement und versuchen nicht mal mehr zu schießen, sodass sich Ezra und Sabine erstmal in Ruhe absprechen können. Weil die Autoren das so wollen. I push you first and you pull me across. Sabine. Ezra. I can do this. Nun bekommen wir hier eine kleine Rebels-Reminiszenz. Da nämlich hatten wir gesehen, wie sich unsere Helden mit Hilfe von Machtgriffen über weite Entfernungen hinweg katapultiert haben. In Rebels wirkte das noch so, als sei das ein durchaus anspruchsvoller Trick. Aber Filoni macht ja halt letztendlich den gleichen Quatsch wie bei den Sequels und macht aus "Ich hab gerade ein Laserschwert bewegt, Sabine" gleich "Superpower Galadriel Ray". Yes, my girl Sabine. Und somit kann Sabine natürlich ohne jedes weitere Training auch gleich Ezra per Macht hinwegschleudern. Ahsoka kämpft indes immer noch gegen Morgan und ohne ins Detail zu gehen, dieser Fight sieht jetzt mittlerweile genauso unbeholfen aus wie die Kämpfe zuvor. Und ist leider auch wieder gespickt mit ziemlich fragwürdigen Bewegungen. Hier schaut euch mal zum Beispiel diesen Tritt von Morgan an. Ich wette, die haben in der Postproduktion Ahsokas Schwert kürzen müssen, damit Morgan nicht das Bein wegfliegt.
Aber das nur am Rande, weil die Kampfszenen tun mir jetzt nicht wirklich weh. Was eher faszinierend ist, ist, dass die Zombie-Trooper einfach aufgehört haben zu schießen und keiner weiß so richtig warum. Wahrscheinlich sind das halt totale Ehrenmänner, die einen sportlichen Wettstreit halt zu schätzen wissen. Anders allerdings als Sabine, die jetzt zurückkehrt und nicht diese sportliche Größe und Fairness besitzt wie die Zombies, sondern tatsächlich in den Kampf eingreift, der daraufhin entbrennt. Es ist einfach ein Wahnsinn, wie sinnlos das hier alles ist. Als wäre das hier so die erste Stufe von Generative AI, die irgendwelche Random-Szenen zusammenkloppt. Es ist einfach herrlich. Sabine macht dann die Trooper platt und Ahsoka morgen. Thrawn lässt daraufhin die Festung beschießen, aber weil sein Betreuer gerade nicht zur Hand ist, schießt er nicht auf die Plattform, auf der Ahsoka und Sabine gerade eingekesselt stehen. Dann taucht Hu Yang Ex Machina mit dem Schiff auf, das er mal eben repariert hat, und natürlich trifft auch kein einziger Schuss dieses Schiff, obwohl es eigentlich mitten durch das Feuer fliegt. Hier in dieser Frontalaufnahme ist sogar überhaupt nicht ein einziger Schuss zu sehen. Der Sternenzerstörer schießt also tatsächlich links und rechts wie gezielt an Ahsokas Schiff vorbei. Das benötigt wahrscheinlich schon besonderen Skill von so einem Schützen. Wie viele Arschlöcher sind denn noch auf diesem Schiff hier? Wir alle! Ich hab's doch gewusst, ich bin von Arschlöchern umgeben. Feuert weiter, ihr Arschlöcher! Ja, dann bricht der Turm zusammen und Ahsoka und Sabine heben ab. Jetzt könnte Thrawn mit Sternenzerstörer und Hyperraumring volle Feuerkraft auf Ahsokas Schiff konzentrieren, um sie ein für alle Mal los zu sein, weil Thrawn ja weiß, dass sie bloß einen Purgle braucht, um ihm hinterherzusteigen. Aber dieser Thrawn hier ist halt wirklich so einer, der es nicht ohne Hilfe über die Straße zu schaffen scheint. Und ja, ich bin mittlerweile soweit. Wenn Disney hier ein Spendenkonto einrichten würde, ich würde für den armen, verwirrten Mann ein bisschen was hergeben. Sie können den Unterschied machen. Geben Sie Thrawn die Hilfe, die er so dringend benötigt. Lassen Sie uns gemeinsam das Buch seines Lebens mit Liebe und Fürsorge füllen. Ja, und dann lässt Thrawn wieder so einen unerträglichen Dunning-Kruger-Quatsch los. Because I knew your master. I concluded your strategies would be similar. Und ich vermute, das ist auch so eine besonders intelligente Kriegstaktik, seinem Gegner mitzuteilen, welche Strategien man von ihm erwartet. Ahsoka fliegt indes mit ihrem Schiff ganz nah an den Hyperraumring ran, ohne irgendwas zu machen, weil das ja zuvor bei Heras Team auch schon so wunderbar funktioniert hat. Wir erinnern uns. Dann springt Thrawn in den Hyperraum. Und Ahsoka und Sabine schaffen es gerade noch so, das Schiff zu stabilisieren. Naja, und dann kehren sie zu den armen Schildkröten zurück, die, so fürchte ich, schon bald den Tag verfluchen werden, an dem Ezra ging und Sabine kam. Dann sieht Ahsoka Morai, weil überflüssigen Fanservice, den hatten wir jetzt schon seit einer halben Stunde mindestens nicht mehr. Und um es in aller Kürze zu erklären, es gibt im Filoni Star Wars so etwas ähnliches wie die Trinität, die aus Vater, Tochter und Sohn bestand. Die drei waren Machtwächter, die die Macht im Gleichgewicht hielten und sind Ahsoka in The Clone Wars begegnet und werden auch in Rebels erwähnt. Die Tochter hat ihr Leben für Ahsoka gegeben und Morai ist sowas wie die Inkarnation der Tochter, die daher über Ahsoka wacht. Wir sehen nun auch Baylan auf der Statue des Vaters stehen und einen leuchtenden Turm in der Ferne anstarren. Und Shin Hati fordert die Führung über die Sandleute. Das suggeriert so ein bisschen, als würden Ahsoka, Shin Hati und Baylan die Filoni-Trinität nun übernehmen. Ja, und dann gibt's auch noch Hinweise auf die Mutter in Ahsoka, die zum schrecklichen, übermächtigen Monster Abeloth mutierte. Und Filoni will, dass wir nach dieser Nullnummer an Staffel wenigstens am Ende nochmal so ein bisschen gehypt werden und uns auf eine Fortsetzung freuen. Aber wer jetzt noch denkt, dass Disney unter Star Wars nochmal irgendwann irgendwas rauskacken wird, was ansatzweise Substanz hat, tja, dem kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Dann landet Ezra mit einem imperialen Shuttle mal ebenso auf einem Rebellenkreuzer. Am Anfang der Staffel brauchte man für sowas noch einen Identifizierungscode, aber ist jetzt auch egal, hier macht sowieso nichts mehr Sinn.
Wie Ezra an das Shuttle gekommen ist, wie er es vom Sternzerstörer weggeflogen hat, ohne dabei bemerkt zu werden, warum er als ausgebildeter Jedi nicht wenigstens versucht, zu Thrawn durchzudringen oder wenigstens irgendwas zu sabotieren, warum er noch diesen bescheuerten Helm hier trägt, obwohl er dabei Gefahr läuft, niedergeschossen zu werden, bitte alles nicht hinterfragen jetzt. Das wird bestimmt in irgendeinem Comic oder Computerspiel erklärt worden sein. Und wenn ihr das nicht gespielt habt oder dieses Comic nicht kennt, dann habt ihr eh keine Ahnung von Star Wars. Hera und Ezra sehen sich jetzt also wieder. Und das könnte eigentlich wirklich ein schöner Moment sein, wäre man nicht so tief getroffen und so unsäglich wütend über diesen kompletten Schwachsinn, den man 45 Minuten zuvor gesehen hat. Ja, aber dann dürfen wir uns auch noch von Ahsoka verabschieden. Die steht da wieder mit verschränkten Armen und starrt ins Nichts. Aber immerhin gibt es hier gegen Schluss mal zur Abwechslung noch eine wirklich schöne Szene zwischen Sabine und ihr, die ja auch nicht fehlplatziert ist, sondern einigermaßen passt. Tja, und ganz am Ende sehen wir dann nochmal Anakin, und das wäre auch ein schönes Schlussbild, wenn uns Filoni nicht schon ständig zuvor mit Hayden Christensen so aufdringlich und unpassend penetriert hätte. Wie viel besser und wirkungsvoller wäre wohl dieser Moment geworden, hätte man Anakin vorher in dieser Serie gar nicht gesehen. Aber Ahsoka hatte nun mal von vornherein nicht mehr anzubieten, als sich von Easter Egg zu Easter Egg zu hangeln. Einige schöne Ansätze gab es rund um den Charakterbogen von Sabine und Baylan, aber der eine wurde komplett pulverisiert. You're not mad? Over the years I've made my share of difficult choices. Und der andere viel zu lange hinausgezögert. Die mit Abstand schlechteste Inszenierung eines Star Wars Produktes aller Zeiten, lieblos geschriebene Charaktere, absurd sinnfreie Handlungen, die außerhalb des Slapstick-Genres nicht entschuldbar sind, ja vielleicht hin und wieder gelungenes Worldbuilding und vereinzelt nette Ideen, die jedoch allesamt furchtbar umgesetzt sind. Abstürzende Publikumsbewertungen und fallende Streamingquoten. Das ist Ahsokas Vermächtnis. Das einzige, was halbwegs zu funktionieren scheint, ist eine kleine Gruppe von Hardcore-Fans mit Mystery-Boxes zu locken, als würde man einem Esel mit einer Angel eine Möhre vor die Nase halten und damit auf Trab bringen. Starkiller, Cyan, Abeloth, Dizepho und was weiß ich noch alles. Dabei hatte Filoni doch schon mehrfach gezeigt, wie befriedigend er sowas auflöst. Star Wars war mal ein stark charaktergetriebenes Epos, ein Vorzeigebeispiel für eine ausgezeichnet filmisch adaptierte Heldenreise. Es begann mit einem ganz normalen Jungen auf einem fernen Planeten, der auszog und seine Bestimmung fand und Kraft der Liebe zu seinem Vater die Macht ins Gleichgewicht brachte. Mit Ahsoka ist Star Wars im Endgame des monumentalen Mystery Bullshits angekommen. Wenn das hier die Zukunft von Star Wars sein soll, dann wünschte ich mir doch, dass man die Reihe mal lange Zeit in Ruhe lässt und wartet, bis fähigere und leidenschaftlichere Menschen sich ihrer annehmen. Lukas und ich sind jetzt jedenfalls froh, dass es endlich mal vorbei ist, und wir wollen uns jetzt erstmal wieder besseren Serien und Filmen widmen. Zuvor veranstalten wir aber diesen Dienstagabend noch einen Sonder-Livestream zum Ahsoka-Abschied, bei dem wir auch euren Input zur Ahsoka-Challenge besprechen. Das heißt, eine einzige Szene im Finale finden, in der die agierenden Figuren sinnvoll handeln, ausgenommen sind die letzten paar Minuten. Kein Gesprächsfetzen und keine einzelne Dialogzeile, so sind die Regeln, sondern wirklich eine komplette Szene, aber eine einzige reicht. Postet eure Ideen und eure Meinungen hier im Kommentarbereich und wir werden sie im Livestream vielleicht besprechen. An dieser Stelle geht noch ein besonders herzlicher Dank heraus an unsere YouTuber-WhatsApp-Gruppe, insbesondere an Corby vom YouTube-Kanal Corbsen Glotzt, unten verlinkt, mit dem wir uns intensiv zu Ahsoka ausgetauscht haben und dessen Gedanken daher auch in dieses Review eingeflossen sind. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne unter der movieamps@gmail.com tun. Und nicht vergessen, jeden ersten Dienstag im Monat veranstalten wir einen Livestream auf unserem Zweitkanal Amps Live. Vielleicht sehen wir uns ja dort.